Hallo in die Runde, willkommen zum ersten Kampftag. Bonus-Booster-Turnier, 4 Sterne, rot nicht erlaubt. Ich hatte meine Verteidigung gestern wie unter dem Video gestern noch runtergeschrieben, abgeändert. Und zwar hier die drei Heiler links, dann Orla und dann den Wukong. Letzte 25 heißt, ich bin noch nicht angegriffen worden. Doch bin ich. Und er hat ordentliche 3-Sterne-Truppen. Ich glaube, ich habe keine 3-Sterne-Truppen. Jedenfalls nicht so hoher. Ja, dann gehen wir mal direkt in Angriff. Bonusbooster. Das ist nicht gut. Wir haben. Erstmal nehmen wir das hier komplett raus, weil Bonusbooster ist klar, nehmen wir damit. Dann wollen wir. Orla mitnehmen. Wir wollen Kirill mitnehmen. Ich werde mit 3 Farben spielen. Das hat folgenden Grund. Ich sollte vielleicht auch sagen, welchen Grund das hat. Der Schaden kommt nicht durch die Steine, sondern durch die Bonusdinger. Dann kann ich mir jetzt eigentlich aussuchen, was ich dann nehme. Ich glaube, ich nehme Catmon noch mit. Das wird gleich eine schöne Kombo geben. Das Problem ist, jetzt endet der Strom auch schon. Ich kann hier noch anspielen. Ich kann in Protoss reinspielen. Mal gucken, dass es hier nachrückt. Der hat keine Booster. Ich würde trotzdem darauf jagen. Na, okay, das hat nicht gereicht. Das sollte jetzt aber reichen. Okay. Das sollte doch jetzt der erste Sieg sein. Okay, da ist jetzt ziemlich viel runter. So, dagegen gewirkt. Ja, dann wird mir das gleich wieder weggenommen. Das ist aber nicht schlimm. Die Mana-Senkung, die bleibt. Also mit 3 bin ich mir echt noch, in 3 Farben bin ich mir wirklich nicht sicher, dass, ne. Ah, hätte ich warten sollen, das war gerade dumm. Ja gut, jedes Mal, wenn sie auslöst, ist sie schneller wieder fertig. Früher oder später wird sie da schon gewinnen. Ja, das ist es noch nicht so. Ich warte, bis er meinen Angriff gesenkt hat und dann setze ich da direkt einen wieder drauf. Ach, falsche Reihenfolge, das war dumm.
Das hätte schon reichen können. Hätte ich mal aufgepasst, habe ich natürlich nicht. Das war echt dumm. Jetzt setzen wir noch eine oben drauf. Und dann erledige ich ihn jetzt. Ja, eine grüne sollte reichen. Sollten wir vielleicht mehr als nur einen Angreifer nehmen? Drei Grüne lassen wir auch. Machen wir so, auch wenn die Heilung dann doppelt ist. Der Vorteil liegt dabei, der Gegner kann keine Buffs kriegen. Ja, das sollte doch schon mal gut ausgehen. Also wenn das hier nicht in das Einbiegen auf einer Siegerstraße ist, dann weiß ich es auch nicht. Nehmen wir direkt den nächsten raus. Ein Grünstein sollte da schon reichen. Ja, soll er ruhig heilen, das ist egal, das war's dann gleich. Da lösen wir noch nicht aus, brauchen wir nämlich noch gar nicht. Also Sabina. Ja, dann heil, was es nicht zu heilen gibt, und dann beenden wir das gleich. Bye bye. Das Problem ist, wenn ich jetzt wieder so viel gewinne, verliere ich garantiert wieder morgen alles. Was haben wir da an Buffs? Drei Buffs und... Oh, Diablo. Da wird nicht lang gefackelt. Direkt Nägel mit Köpfchen gemacht. Und dann könnt ihr gerne mal so viel Buffs haben, wie ihr wollt. Ihr kriegt nämlich jetzt mal gar keine für die nächste Zeit. Deswegen löse ich jetzt auch Brünnhild so schnell wie es geht beim Gegner aus. Oh, tut mir das leid. Hast du nichts bekommen? Das Problem ist, das wird nicht reichen. Aber wir
probieren es einfach mal. Vielleicht reicht es ja doch. Nein, hat nicht gereicht. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen. Da hat es nicht gestanden. Na gut, dann müssen wir einmal wieder die Fähigkeiten sammeln. Okay, glückliches Board, aber das sollten wir auch so trotzdem schaffen. Ola, komplett aufgepowert und dann gehen noch vier grüne Steine rein. Okay. Das reicht aber definitiv. Ja, gut, ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber wir brauchen gar nicht so viel Mana. Können wir nämlich hier direkt schon wieder runternehmen, auch wenn es geklaut wird. Wir wollen nicht den Mana-Debuff haben. Ernsthaft? Das Gift musstest du noch speien, Nebel. Na gut, dann sammeln wir wieder. Also das ist natürlich langlebig, das ist vielleicht nicht schön zu sehen, aber es funktioniert zumindest. Da warte ich, bis er fertig ist. Hat so ein bisschen was von Boom-Strategie bei Age of Empires 2. Ja, es gab die Leute, die mal gerusht sind und ich war derjenige, der geboomt hat, Franken und dann Reiter und dann auf dem Weg ins gegnerische Lager sind die zu Paladinen geworden. So, das ist in der Tat etwas. Drei Heiler sind einfach zu viel, muss man ganz klar sagen. Aber wir probieren das trotzdem. Was klar ist, ist, dass Little John nicht auslösen darf, wenn ich mit heruntergelassener Hose dank Grimm dastehe. Also wenn der Grimm einschlägt mit heruntergelassener Hose, ist es böse. Und das hier ist auch nicht gut. Es wird nicht. Könnte gerade echt blöd ausgehen. Aber wir haben ein glückliches Board gehabt, kann man auch einfach mal sagen. Das kann er nicht mehr wegheilen. Dann nehmen wir den Grimm auch raus. Okay, ich hätte gedacht, dass das reicht. Okay, wir spielen weiter in Grimm rein, solange die Mana-Reduktion da. Oh, ich könnte ihn natürlich die ganze Zeit killen, aber ich hätte vielleicht auch das Leader-Match machen können. Wäre vielleicht besser gewesen, weil das wird jetzt wehtun.
Und wir erinnern uns, ich habe das am Anfang gesagt, ne? Wenn mich das erwischt, haut das Böse rein. Ich weiß, dass ich gerade ganz viel reinspiele und dass das kontraproduktiv ist, aber ich brauche auch das Mana. Damit Orla nochmal auslösen kann. Das sollte doch jetzt reichen. Okay. Damit können wir leben, damit können wir leben. Das stört uns fast überhaupt nicht. Auch die Tatsache, dass ich gerade unbewusst eine Combo losgetreten habe. Hätte das Match auch gereicht, okay. Was macht der nochmal? Okay, das ist der Held des neuen Bonusboosters, 4 Sterne. Ach du Schande, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und der weicht auch noch aus. Boah, meine Fresse, ist das Ding unfair. Das ist der Moment, wo wir vielleicht etwas abändern. Ein Heiler ist zu wenig. Ja. Also ich könnte wetten, dass der gelbe Sniper blutige Ernte hält. Und irgendwie habe ich so im Urin, dass das meine erste Niederlage wird. Okay, Sonja raus. Was? Wieso hat die das überlebt? Das wird sie aber nicht überleben. Das Gift ist tödlich. Okay. Oh, wie niedlich, ein Eichhörnchen. Jetzt will ich ja mal was sagen. Das ging ja gerade besser als gedacht. Ich habe mich sowohl verschätzt, was Griffin anging, und punktgenau hatten wir keine Buffs mehr oben. Das war natürlich alles gewollt. Ich wollte hier nur meine überragende Spiel. Okay, ich muss selbst lachen. Meine überragende Fähigkeit zur Schau tragen. Funktioniert natürlich nicht, ne? Klar, logisch. Das war absolut pures Glück. Gehört dazu. Und das Board hat mich ja wirklich verwöhnt. Kann man nicht anders sagen. Also 5-0 am ersten Tag hatte ich schon lange nicht mehr.
hoffen wir mal, dass die Verteidigung jetzt noch ein bisschen in Schwung kommt. E wäre. E sind 0 Punkte, ne? Ja, das ist blöd. Da muss auf jeden Fall irgendwas kommen. Ich will mehr Punkte als. Ja. Egal. Ich wünsche euch ebenfalls viel Erfolg, viel Glück heute und dann hören und sehen wir uns morgen. Macht's gut. Tschüss.